So, ladies and gentlemen, welcome here for the press conference of the first game between Schalke and Hoffenheim. Let me introduce Mr. Hoffier, our video officer of the club. And as I know, today we have a coach here, Nagelsmann and Andrei Kramaric. So, Mr. Hoffier, to lead this conference. And just a correction, it's not the garage, so it's textbook. So, ja, dann von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen zur Pressekonferenz der TSG Hoffenheim vor dem ersten Gruppenspiel der Champions League in der Clubgeschichte hier bei Donetsk in Charkow. Vielen Dank zunächst auch mal für den wirklich netten, herzlichen Empfang hier. Und ja, wie gesagt, hier oben bei mir begrüße ich unseren Mannschaftskapitän Tim Vogt. Und dann würde ich Sie bitten, direkt mit den Fragen einzusteigen, nachdem der Übersetzer das für die lokalen Journalisten übersetzt. Я приветствую вас на этой пресс-конференции. Благодарю за очень сердечный прием команду «Шахтера» и всех, кто с ним связан. Нас очень хорошо приняли здесь, в Харькове. И вы можете сейчас задать вопросы Кевину Вогту, капитану команды. Und eine kleine Bitte an die Kollegin aus Deutschland, an die Journalisten, bitte, wenn Sie Fragen stellen, bitte sprechen Sie hoch durch. Dankeschön. So, dann starten wir mit den Fragen und warten Sie bitte auf das Mikrofon, was von der Seite kommt. Oder die Region von der deutschen Versagen. Sie waren ziemlich angeschlagen am Wochenende. Wie sieht es denn jetzt aus? Sie wollten gestern, glaube ich, auch nicht trainieren. Können Sie spielen? Jetzt haben wir es auch noch. Wir haben tatsächlich seit dem Düsseldorf-Spiel gegen die Jungs der größte Mühe, das hinzubekommen. Aber ich bin natürlich mitgereist, weil ich da sehr guter Trainer bin, dass wir das bis morgen Abend hinbekommen. Wir haben jetzt auch noch ein paar Stunden Zeit. Dementsprechend werden wir die bestmöglich nutzen. Und dann bin ich da sehr positiv gestimmt, dass ich morgen Abend vorkomme. Прозвучал вопрос. В последней игре вы потерпели поражение, и насколько вы хорошо настроены на предстоящую игру? И ответ был таков. Да, к сожалению, мы проиграли, несмотря на то, что мы очень старались победить, но мы хорошо настроились на завтрашнюю игру, и завтра будем прилагать все усилия, чтобы выйти победителем. Ja, also es war natürlich auch eine Niederlage, die uns danach schon noch am Tag danach schon noch begleitet hat oder auch an mir persönlich genagt hat, das muss man schon so sagen. Allerdings haben wir da jetzt absoluten Haken gemacht. Wir haben uns jetzt auf den Gegner vorbereitet, ich denke, wieder mal mit einem guten Plan angereist und freuen uns jetzt auch einfach. Also die Vorfreude sollte da auch absolut überwiegen, dass wir jetzt an der Champions League teilnehmen dürfen. Und das ist definitiv ein für die ganze Mannschaft auch der Fall. Прозвучал вопрос, как повлияло это поражение на команду, не в эмоциональном плане. И прозвучал ответ, да, мы несколько раз проиграли в Бундеслиге, но завтра нам предстоит совершенно другая игра. Мы рады тому, что мы имеем возможность играть в Лиге чемпионов. И эта радость помогает нам готовиться к завтрашней игре. Chancen auf internationaler Ebene nicht so nutzen, dass sie oftmals
ja, noch stärker bestraft werden, wenn ich, das, wenn ich die Europa League so grob fahren, so drüber passieren lasse. Aber ansonsten spielt das für uns keine große Rolle. Wie gesagt, wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir uns, auch wenn der Wettbewerb ja, von den, also wenn man die Vereine betrachtet, einfach nochmal was ganz, ganz anderes ist, dass wir noch besser abschneiden möchten als letztes Jahr. Das ist unser großes Ziel. Und da können wir dann morgen wieder anfangen. Können Sie bitte die Frage wiederholen, damit ich das besser kann? Сначала вопрос, насколько вам помогают предыдущие квалификационные игры в Лиге Чемпионов, в которых вы принимали участие, 8 игр вы сыграли, и ответ был таков, мы вынесли все, что можно было вынести в плане самообучения из этих игр, и мы поставили себе цель, что мы играем одну игру в Бундеслиге и совершенно другой чемпионат здесь. То есть мы рассматриваем эти чемпионаты как нечто разное. Конечно, мы будем стараться пройти в следующий этап и показать вам самый лучший путь, который мы способны. Gehen wir zum Kicker-Sportmagazin. Kevin, nochmal angesprochen auf das Spiel in Düsseldorf, gerade diese erste halbe Stunde, weil es gerade in Europa liegt letztes Jahr, haben Sie sich da ein bisschen zurückerinnert gefühlt, beispielsweise das erste Spiel gegen Braga, wo ja auch die Chancenbewertung ein großes Problem war. In dem Moment war es nicht der Fall, wenn man, das, in der wenn man das jetzt in der Nachbetrachtung sich anschaut, dann kann ich da jetzt natürlich schwer widersprechen, weil da gab es natürlich Spiele, wie zum Beispiel, wie Sie es angesprochen haben, gegen Braga, wo wir ja, sag ich mal, viele Hochkaräter haben liegen lassen und dann auch von Braga damals bestraft worden sind. Ich denke, dass, ja, dass es da gewisse Parallelen zum Düsseldorf-Spiel gibt. Einfach weil das Ergebnis ebenfalls negativ für uns war und wir auch Chancen haben liegen lassen. Aber das ist jetzt nicht so, dass mir schlaflose Nächte bereitet oder wo ich jetzt sage, mein Gott, die Mannschaft, die ist ja jetzt noch nicht so weit. Wir haben uns oftmals schon bewiesen, dass wir auch da uns gesteigert haben. Und das ist jetzt kein Riesenthema für uns, wo wir sagen, mein Gott, dann sind wir jetzt wieder zurückgefallen in alte Muster, sondern also ich werde das jetzt nicht so hoch hängen. Wir wissen ganz genau, dass wir das Spiel hätten gewinnen müssen. Fakt ist, haben wir nicht gemacht. Und dann ist halt auch ein Haken dran. Also das ist jetzt nicht so, wir uns noch großartig länger beschäftigen werden. Прозвучал вопрос. В игре против Дюссельдорфа вы продемонстрировали очень хорошую игру в течение первых 30 минут, однако потом игра не заладилась, и эту тенденцию можно наблюдать в нескольких играх. Что команда, ваша команда сталкивается с определенными проблемами ближе к середине матча. И ответ был таков, я бы не сказал, что это такая уж тенденция. Схожая ситуация, да, наблюдалась в других играх, например, в игре против Баварии. Но то, что нам не удалось выиграть, это является следствием ряда факторов, которые не только связаны с тем, как мы играли в первые 30 минут. Мы хотим доказать себе, что мы можем превозмочь себя, и я не считаю, что это такая уж серьезная тема для обсуждения. Доброго вечора. Слава Пасам Україна. Скажіть, будь ласка, кілька слів про свого суперника, про Шахтар, як ви готувалися до команди, якого в складі суперника вважаєте найбільш небезпечним для захисту своєї команди. Перше, і зразу ще одне маленьке коротке питання. Як вам грати під керівництвом вашого наставника? Всі про нього говорять, як про дуже молодого в кінця, як про найбільшу зірку команди. От що ви скажете про феномен Юліана Нагельсмана? Ганс Вальтарен, Вальтарен номер 1. Вас мені зі... Я скажу, як вам ніж Україну. Frage Nummer 1, was können Sie über Ihren Gegner sagen, über seine Stärken und besonders über diejenigen Spieler, die Ihnen ganz gefährlich vorkommen? Und die zweite Frage, wie können Sie das Training von Ihrem Trainer, also die Arbeit von Ihrem Trainer charakterisieren? Was bedeutet es,
zu arbeiten, wenn Sie so einen Trainer haben? Ja, erstmal vielen Dank. Wir haben natürlich die Mannschaft analysiert und da fällt es mir, sage ich mal, im Offensivbereich sehr schwer, einzelne Spieler rauszupicken, wo ich jetzt sage, das sind die absoluten Leistungsträger. Ich glaube, wir haben im Kollektiv allgemein schon mal eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine sehr erfahrene Mannschaft, auch was den Wettbewerb in der Champions League betrifft. Das wissen wir, dass uns am Morgen eine sehr spielstarke Mannschaft begegnen wird mit, ja, ich sag mal, einem sehr kompakten Defensivblock und vielen Individualisten im vorderen Drittel. Dementsprechend wird es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für uns und wir müssen einfach auch einen sehr, sehr guten Tag erwischen, um hier die maximalen Punkte mit nach Hause nehmen zu können. Und ich glaube, was die zweite Frage betrifft, ist eine sehr, sehr komplexe Frage, wer unseren Trainer kennt. Ich glaube auch gar nicht, dass wir alle so viel Zeit hätten, dass ich jetzt wirklich ins Detail gehen, was unsere Trainingsarbeit betrifft, weil die ist oftmals doch sehr komplex. Da ist es schwer, einen Ansatz zu finden. Wir haben viele, viele Themen, die wir bearbeiten. Ich glaube, in der Vergangenheit kann man einfach anhand der Spieler sehen, wie wir uns individuell entwickelt haben. Das ist kein Geheimnis, dass das ein großer Beitrag einfach von Julian ist. Und dass das, auch wenn es gerade hier im Raum steht, das kann ich ja trotzdem einfach so sagen, dass er sich das absolut auf seine Fahnen schreiben kann, dass er, glaube ich, eine große Stärke von ihm ist, dass er Spieler weiterentwickeln kann und aus Spielern auch das maximale Potenzial herausnehmen kann. Da gibt es einige schöne Beispiele in unserer Mannschaft. Wenn man durchgeht in den letzten zwei Jahren, die das mit Sicherheit ähnlich sehen. Und das war es jetzt an meiner Stelle mit dem Lob. Und ответ на первый вопрос. Мы, конечно, анализировали игру Шахтера. Мы знаем, насколько сложно будет нам играть с этой командой. Мы знаем, насколько силен Шахтер в нападении. И мы также знаем, насколько талантливые игроки будут против нас проиграть. В этой команде очень много индивидуальных, очень ярких личностей. И в то же время все это означает, что мы поставили перед собой очень амбициозную задачу, и мы будем ее выполнять. Мы будем стремиться к тому, чтобы заработать как можно больше очков в завтрашней игре. И что касается второго вопроса, то это на самом деле очень сложно говорить о том, что значит играть с таким под началом такого тренера. Он, к сожалению, не столько времени рассказать вам в деталях о том, как проходит наша работа. Но я единственное могу сказать, что действительно приходится очень напряженно работать и очень много анализировать и игр и прошлого, и этого сезона. И я хочу сказать о своем тренере, что он сделал очень большой вклад в успех нашей команды и очень большой вклад в то, где мы находимся сейчас. И он может очень хорошо развивать талант своих игроков, чем он, собственно, занимается. Vielen Dank. Wenn es nun keine weiteren Fragen gibt mehr, Kevin Vogt. Если больше нет вопросов, то господин Vogt нас покинет. Dann, wir haben eben über ihn gesprochen, dann würden wir rüberswitchen zu Julian Nagelsmann, unser Coach. Vielen Dank. И вы можете задать вопросы господину Нагельсману. Wie sieht es denn bei den anderen angeschlagenen Spielern aus? Wie sieht es bei den anderen aus? Ja,
Ja, eigentlich großartig was Neues, Kerem ist wieder dabei. Das ist vielleicht die einzige Überraschung in Anführungszeichen. Kerem hat auch wieder voll trainiert, Akku ist auch wieder dabei, das war ja, absehbar, wie wir schon vor Düsseldorf Spiel gesagt, dass das absehbar ist, dass er wieder einsatzfähig wird mit der Augenhöhenfaktor und der Maske, die er jetzt hat. Bei Kerem ist es so, dass ich gestern im Training noch so ein kleines Hubbild wahrgenommen habe, nichts Dramatisches, sondern so ein ganz leichter Unwunder da. Wir haben das Risiko aufgrund der vielen Spiele, die wir jetzt auch nach dem Spiel morgen noch haben, ist groß, dass er wieder länger ausfällt. Deswegen ist er jetzt nicht dabei. Dann hat man nochmal im Prinzip einen Tag mehr, um sich ein bisschen an die Belastung zu gewöhnen, weil das letzte Spiel ist wieder um 7 oder 8 Minuten leider wechseln. Das möchte ich morgen gerne vermeiden. Können Sie noch das Spiel erholen, welchen Namen Sie genannt haben? Ja, Ermin Bicacic nicht dabei. Kevin Akpoguma. Ermin Bicacic nie gut gehört. Kevin Akpoguma ist wieder dabei. Kevin Akpoguma, хорошая форма. Kevin Debay ist auch wieder dabei. Die Kevin Debay. Ah, die Kevin Debay ist auch schon хорошая форма. Ich glaube, der ist ganz normal klar. Что касается Флориана Грилича, то здесь вопрос несколько по-другому. Machen wir die Vorderseite bei der Deutschen Presseagentur? Und dann geht er zum SWR. Ja, das war interessant. Der Opern hat dieses Jahr schon die Erfahrung gesammelt, fühlt sich alle schon ein bisschen vertrauter an und fühlt sich auch, dass die Abläufe auch in der Stimmung und so weiter vertraut sind. Ja, das werden wir morgen sehen, wenn man das Ergebnis sieht, wird auch ein Ergebnis festgemacht, ob es was geholfen hat. Grundsätzlich schon, auch für den Unterricht nach, wie das Spiel ausgehen wird. Es ist immer gut, wenn man solche Reisen schon macht. Wir kennen ja grundsätzlich Auswärtsreisen, auch von einem Bundesliga-Spiel, das ist was anderes. Nicht auf ein Land fliegen, wo ich vielleicht vorher nicht war. Ich glaube, als viele Spieler, aber ich war auch nicht in der Ukraine, aber auch letztes Jahr in Bulgarien zum Beispiel waren auch nicht so viele Spieler. Das sind dann schon neue Eindrücke, wenn man das schon mal gewöhnt ist, dass viele Dinge auf einen einpassen, neue Stadion, ja, vielleicht auch ein anderes Umfeld. Das ist sicherlich hilfreich, dass wir ja auch letztes Jahr schon international gespielt haben. Aber ich weiß, dass ihr diese Bewertung, ob es hilfreich war, an den Ergebnissen festmacht. Und deswegen sprechen wir uns einfach morgen am Spiel nochmal. Dann kann ich die Frage nochmal in eurem Sinne beantworten. Прозвучал вопрос. Вы уже насобирали определенный опыт игры в Лиге Чемпионов. Насколько он будет помогать завтра? И ответ был такой. Да, мы играли в Лигу Чемпионов уже. И я думаю, то, насколько мы хорошо выучили этот урок, мы посмотрим завтра. Должен сказать, что всегда нелегко играть на выезде. В Украине мы еще никогда не были. Были, например, в Болгарии. И должен сказать, что окружение... Новый стадион и то, как нас принимают, может, конечно, оказать определенное влияние на нашу игру, но завтра время покажет, посмотрим, как будет завтра игра. Коллеги из Ja, es ist ja grundsätzlich, wenn man sehr erfolgreich ist und man hat alle drei Tage wieder den Druck, sich neu zu beweisen, kann es auch negativ sein. Jetzt waren wir gerade nicht erfolgreich, haben jetzt die Chance, ja, drei Tage später im Prinzip wieder erfolgreich zu werden, dann darf man es auch als solche wahrnehmen. Natürlich ist es ein Prozess, trotzdem hilft es gerade mir auch als Trainer, sich dann am nächsten Tag schon den nächsten Gegner vorbereitet und keine lange Zeit darüber nachzudenken. Aber ich habe auch der Mannschaft gesagt, dass auch das ein Lernprozess ist. Wir hatten letztes Jahr auch nach oben in diese Phase, wo wir die Spiele verloren haben und dann trotzdem drei Tage danach wieder gefordert waren, in der Bundesliga zu liefern, was auch nicht immer geglückt ist. Und auch das ist ein Prozess, das gehört zum Spitzenteam auch dazu. Natürlich, je weiter du in der Spitze bist, desto seltener verlierst du. Aber wenn du dich auf dem Weg befindest, zu einer Mannschaft zu werden, die dauerhaft vielleicht in der Bundesliga weiter oben spielen kann, oder auch international vertreten, so wie jetzt die ersten zwei Jahre, dann ist es auch ein Prozess, sich daran zu gewöhnen, dass mal Rückschläge kommen und du trotzdem relativ schnell das verarbeiten musst und dann drei Tage später wieder, wie Sie richtig sagen, vor der Vorfreude ins nächste Spiel zu gehen. Das ist nicht ganz einfach, das kennt jeder aus dem normalen Leben, auch wenn irgendeinem was nicht so gut gelingt, sich
sich dann sofort auf den nächsten Tag zu freuen, ist nicht ganz so einfach, aber dann, wenn die Sonne aufgeht, kann man die Dinge, die gestern passiert sind, auch wieder vergessen. Прозвучал вопрос, все эти несколько поражений, которые вы потерпели в Бундеслиге, насколько они отражаются на том, действительно ли вы испытываете определенную радость того, что будете завтра играть в Лиге чемпионов? И ответ был таков, действительно, с одной стороны, сложно проиграть одну или две игры, а потом через три дня играть в совершенно другой обстановке в европейском чемпионате, и поэтому это... Мы должны к этому привыкнуть, мы должны выучиться, научиться, так сказать, собирать свои силы, чтобы показывать действительно высококлассную игру, независимо от того, какие результаты мы показывали до этого. Это достаточно длительный процесс, мы только второй год играем на таком высоком уровне, и поэтому нам нужно несколько набраться опыта и действительно научиться себя распределять свои силы оптимальным образом. В европейському футболі вас знають як тренера, який велику увагу віддає технічним моментам, і в Україні багато фахівців говорять про те, що шахтарі буде тяжко грати проти вашої технічної схеми з трьома центральними оборонцями 3-5-2. Що з цього приводу думаєте ви? Шахтар грає 4-3-3, правило, да? Що ви думаєте про цю історію? Тому що перед грою Фонсека навіть про це говорив, що шахтарі будуть дуже непросто проти вашої технічної схеми. Дякую. Die Frage war, Sie sind ganz stark taktisch und Shakhtar spielt 4-3-3 und Sie spielen 3-5-2 und sogar Herr Fonseca hat gesagt, dass es ganz schwer im Fall wird, gegen so ein Schema sich durchsetzen zu können. Wie können Sie das kommentieren? Ja, Donnerstag ja sowohl in der Liga oder im Pokal auch schon gestern in der Champions League schon öfter mal gegen Dreierkampfmannschaften gespielt. Wir sind grundsätzlich so variabel aufgestellt, dass wir auch morgen mal eine Viererkette spielen können. Oder auch ein 3-3 oder auch ein 3-5-1-1. Also ich werde jetzt nicht verraten, was für Grundordnung wir wählen, defensiv und offensiv. Ich glaube, dass es nicht ganz einfach ist, gegen uns zu spielen, aber dasselbe Kompliment in Anführungszeichen kann ich meinen technischen Kollegen auch zurückgeben, dass dort eine, glaube ich, gute Struktur hat, völlig losgelöst von der Grundordnung, weil sie jetzt auch sehr variabel, das 4-3, von dem Sie sprechen, erkenne ich nicht so häufig, sondern es ist eine ganz variable Ordnung, die Sie haben, viele gute Fußballer auf dem Feld und es würde auch uns nicht leicht fallen, dagegen zu spielen. Aber deswegen ist auch die Liga der Champions, das ist ein anspruchsvolles Terrain, das hat hier was nicht belegt. Прежде всего, я хочу сказать, что Шахтер сам использовал аналогичную схему в предыдущих сезонах, и он мог использовать и схему с тремя или с четырьмя защитниками. Также могла наблюдаться схема 2-5-1-1. Но какую схему будем завтра использовать, я, конечно, не скажу сегодня. Завтра увидите. Завтра вы увидите то, в какой футбол мы будем играть, будем ли мы играть на обороне или будем стараться больше атаковать. Но аналогичные комплименты могу сказать и Шахтеру по части силы тактики. И я хочу отметить то, что игра Шахтера отличается очень высокой вариативностью. Шахтер очень хорошо комбинирует оборону и атаку, и в этом, естественно, является его, в этом заключается его сила. Die Mannschaft steht jetzt gerade im Rückenlastungsblock für den ersten dieser Saison. Viele Spieler in der kurzen Zeit. Inwiefern ist es auch eine Chance für die Spieler aus der zweiten Reihe, die Winchek Bifo sich zu empfehlen? Hat sich da eine ganz besonders irgendwie in den letzten Tagen, Wochen aufgedrängt? Und ich hätte noch einen zweiten oder eine zweite Frage. Können Sie präzisieren, warum es Joshua Bennett und Richard Belfry nicht im Kader geschafft haben, beziehungsweise warum es gestrichen wurde? Ich fange mit der zweiten Frage. Disziplinarische Gründe, das haben wir ja schon, hat alles wurde schon mitgeteilt. Ich auch gerade über meine Einzelinterviews, da muss ich nicht mehr darauf eingehen. Das waren keine weltbewegenden Dinge, die vorgefallen sind, aber Dinge, die ausgereicht haben, dass ich mich so entschieden habe, dass die Bayern nicht mitfahren und ihre Chance ab Donnerstag wieder haben, in die Karte zu rutschen. Und von dem alles andere wird intern besprochen und oder ist intern schon besprochen worden und wird auch nach der Rückkunft weiter besprochen werden. Zur ersten Frage, natürlich ist eine Chance für den gesamten Kader, gerade wenn man wie wir 7, 8, 9 Verletzte teilweise hat, die alle eine sehr, sehr gute Qualität haben, ist immer eine Chance für
alle gesunden Spielzeit zusammen. Es hat sich jetzt keiner so extrem aufgedrängt, dass er aus der Gruppe wieder vorsticht, sondern es waren eigentlich alle gute Training dabei. Es findet viele Male nicht trainiert die letzten Tage, aber auch über die Vorbereitung, das beziehe ich jetzt einfach mal ein mit in die Vorbereitung auf diese Spiele. Es waren jetzt nicht nur die zwei Trainingseindrücke, die wir hatten, sondern auch die Woche davor. Und ja, wir brauchen jeden Kader, wir brauchen alle Spieler, die an ihre Grenzen gehen. Und da zählt auch Vincenzo, den Sie gerade namentlich genannt haben, dazu. Auch der darf gerne zeigen, was er kann. Прозвучало два вопроса. Первый вопрос касался кадрового состава команды и тех игроков, которые травмированы и которые игроков, которые временно не играют. Второй вопрос касался игрока Джошуа Бреннета и его состояния здоровья. И ответ был таков, что сначала был ответ на второй вопрос. Состояние Джошуа Бреннета сейчас таково, что мы решаем вопрос о его дальнейшем участии в тренировках, либо он будет переходить непосредственно в игру. И этот вопрос находится сейчас в состоянии обсуждения. Что касается первого вопроса, то действительно, когда до 8 игроков имеют те или иные травмы, это очень сложно работать, очень сложно переходить из этой, преодолевать эту фазу, но мы продолжаем тренировки, и к каждому игроку предъявляются определенные требования. У нас очень серьезная игра, и я прошу игроков выкладываться на полную, независимо от того, травмированного они или нет. Вітаємо вас в Україні. Спортивні експерти і, зокрема, букмекери вірять, що завтра переможе Шахтар. На вашу думку, це свідчить про їхній професіоналізм? Чи дійсно завтра так і буде? Дякую. Oder auf die Leistung von Schachter. Also erstmal vielen Dank für die Willkommensgrüße. Ich hoffe eher auf die Leistung von Dolles grundsätzlich, aber ich halte jetzt wenig von Buchmacher-Tipps oder irgendwelchen Quoten, die es irgendwie in Portalen gibt, wo man Geld setzen kann, sondern wir versuchen eine gute Leistung vielleicht den die Professionalität ein bisschen zu rauchen von den Buchmachern, dass wir doch eine gute Rolle spielen können. Ich glaube, Dolles ist einfach seit Jahren in der Champions League vertreten, vielleicht ist er mit einer bisschen besseren Quote oder mehr Tendenz auf Sieg Dolles, aber wir geben unser Bestes, dass die Quote nicht stimmt oder in unsere Richtung fällt. Прежде всего, спасибо за поздравление. Вы знаете, я больше знаю о команде Шахтёр, чем о букмекерах, которые занимаются тем, что придумывают ставки на игры. И мы анализируем игру Шахтёра и действительно можем сказать, что это сильная команда. Но а насчет того, какой коэффициент на завтрашние игры придумывают букмекеры, я думаю, что вам не верит, так или иначе. Herr Reichsmann, Andi Kamanisch hat dann auch so eine Art Fehlschusstherapie, die so auch ein bisschen den Flow des Spiels geknackt hat. Haben Sie noch mit ihm gesprochen, die Macher mit ihm gesprochen? Wann ist sowas möglicherweise, dass er da nichts gebaut hat und ganz klar auf nichts mal weiter? Ja, ich finde, eine Entscheidung, ob du als Trainer dann mit deinem Spieler sprichst, hat wenig damit zu tun, ob was möglich oder nicht, sondern wie fühlst du dich als Trainer auf der Situation? Und er hat, glaube ich, ja von allen Seiten auch. Ja, dann habe ich seine Anzeige bekommen, dass er demnächst noch wieder reinmachen darf. Das weiß er auch selber. Ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte gerne mit ihm sprechen, das haben wir kurz getan. Ging es aber hauptsächlich, ja, und das, was ich auch in der PK schon gesagt habe, um die 10 Minuten danach nehmen die Torschuss an sich. Das ist für mich dramatisch. Das passiert jeden Mal. Also mir geht es eher um die Folge, dann, wie man mit der Situation umgeht und dass er sich selber dann in 10 Minuten seiner unglaublichen Qualität beraubt. Und da kann er weiter den Spielen Stempel aufdrücken, wenn er einfach solche Chancen wieder macht oder wenn er sie vergibt, nicht groß darüber nachdenkt. Und darum ging es dann einen Tag später, dass ich ihm auf gut Englisch gesagt habe, already done. Also auch wenn darüber nachzudenken und ja, nach vorne schauen. Können Sie die Frage wiederholen?
das in Ihr zentrale Frage über André. Ich kann es auch wohl nicht weiter. Also die Frage war, André Gavage hat eine große Chance gegen Düsseldorf vergeben. Ach. Also ich, ob die Mannschaft oder ich mit ihm gesprochen habe, aufgrund dieser vergebenen Torchance. Ja. Dankeschön. Sehr gut. Danke. Könnt ihr schon В прошлый раз, когда была игра против Дюссельдорфа, игрок Андрей Крамович имел очень хороший шанс забить, но не реализовал его, и говорили вы с ним об этом. И прозвучал ответ, действительно, очень сложно дается игроку такая ситуация, когда была 100% возможность забить гол, но так или иначе обстоятельства сложились так, что эта возможность оказалась нереализованной. В этом случае действительно с игроком лучше поговорить, и игрок должен найти в себе силы абстрагироваться от этой ситуации и играть дальше в полную силу. Поэтому мы с ним как раз об этом говорили. Как зарабатывала вода, как интересовался Тарасом Степаненко, когда тот сыграл Донецкого Шахтера? Осталось ли у вас желание видеть украинца в своем составе? Letztes Jahr hat FIFA am Ende des letzten Jahres hat die Mannschaft von Hoffenheim sich für Taras Stepanenko interessiert als Spieler von Shakhtar und wollen Sie auch heute ihn in Ihrem Kader haben? Wie geht's? Wenn du keinen Namen hast? Ich habe Taras Stepanenko. Ja, so die Frage betraf Taras Stepanenko, also den Spieler von Shakhtar. Habe ich noch nichts gehört von dem Interesse, ehrlich gesagt. Wie ist das denn hier? Die Spiele haben wir vorbei. Offensichtlich. Oder? Ich ist das Gestück am Google. Also ich kann mir nicht, dass wir Interesse an dem Spieler haben, ehrlich gesagt. So, dann gehen wir weiter hier zurück zu den Menschen hier vorne. Доброго дня. Guten Morgen. Не можна запитати, скажіть, будь ласка, як в такому молодому віці досягати таких крутих результатів, будучи тренером і грати в Лізі Чемпіонів? І наскільки завтрашній матч для вас є особливим і історичним, можливо, оскільки це перший в груповому етапі Лізі Чемпіонів? Скажіть, дві питання. Die erste Frage, wie kann man in so einem jungen Alter auf so einem hohen Niveau spielen? Und die zweite Frage, inwiefern betrachten Sie das heutige Spiel als ein historisches Spiel für Sie persönlich? Ja, mein erstes offizielles Champions League-Spiel ist natürlich schon historisch. Das mit 31. Ich glaube, der Jüngste, der in der Gruppenphase trainiert, von dem ist schon eine schöne Sache. Ich weiß nicht, bei wem ich zu bedanken habe. Ich glaube, die Mannschaft ganz allein tut sich schwer, vielleicht in die Champions League zu kommen. Ein Trainer ganz allein ist unmöglich. Von dem her weiß ich schon, dass ich mich bei der Gruppe, die ich trainieren darf, bedanken muss, dass sie mir auch die Chance geben, morgen als 31-Jähriger in der Champions League-Gruppenphase in der Seitenlinie zu stehen. Ich gehe mal davon aus, dass noch ein paar Spiele dazukommen. Und zur ersten Frage. Auch das hängt viel mit einer Mannschaft zusammen, die man trainiert, dass man auf einem hohen Niveau trainieren kann, dass Spieler dabei sind, die sich entwickeln möchten, die Dinge von meinen Ideen versuchen umzusetzen, die auch den gemeinschaftlichen Glauben haben, ein gleiches Ziel haben, an dem wir arbeiten. Da gehört sicherlich auch Fleiß dazu, ein bisschen Talent sollte man auch mitbringen, wenn man auf einem gewissen Niveau als Trainer arbeiten möchte. Aber ja, es gehört immer ein Trainerteam dazu, es gehört ein Clubumfeld dazu, es gehört eine Mannschaft dazu, wie die Dinge, die in meinem Kopf so Tag für Tag rumschwirren, akzeptieren und dann auch richtig umsetzen. Ich möchte сказать, что я даже не знаю, кого благодарить за такую ситуацию. Команда сама по себе без тренера не может достичь такого результата. Тренер без команды тоже не может достичь такого результата. Поэтому я хочу в первую очередь поблагодарить своих игроков за то, что действительно 31 год я играю на таком уровне. Без игроков этого не было бы невозможно. И ответ на следующий вопрос тоже тесно связан с первым. Это зависит от команды, насколько историческая является завтрашняя игра. Вообще, успеха много составляющих. Это те цели, которые мы перед собой ставим, это то старание, которое мы прилагаем,
И, конечно, нужен немного таланта. Ну и, конечно, кроме этого всего, нужно еще подходящее окружение, которое позволяло бы полностью выкладываться и достигать поставленных целей. Вы такие скромные. Да, смешали. Последний вопрос. Ja, das sind viele Leute. Die Absprache erfolgt dann auch im Trainerteam. Wir müssen mal mitentscheiden, was ganz sicher. Ich habe relativ vielen vorher an die Kleiderstange gelegt und es wird nicht so besonders. Also muss jetzt nicht jeder drauf gespannt sein, was ich anhabe. Es wird kein bunter Anzug oder keine außergewöhnlichen Dinge geben. Recht normal, bescheiden geben. Und oh, sehr viel analysiert. Direkt. Kleine Tipp, eine Frage. Können Sie bitte das wiederholen? Die Frage, die Sie gestellt haben, bitte. Ein bisschen lauter ist es. Was ich anziehe morgen? Was ich anziehe? Благодарю вас за данные вопросы. 15 минут тренировки, вы можете присутствовать. Спасибо.